Sie haben ja selber hier in München studiert, Kommunikationswissenschaft damals. Gibt es immer noch Plätze in München, an die Sie gerne zurückkehren? Naja, ich war nie davor und nie danach länger an einem Ort wie in München. Insofern ist das die Stadt, mit der ich am ehesten Heimat verbinde und auch besonders schöne Jahre, halt die ganzen Studienjahre und meine erste Festanstellung bei der Süddeutschen, meine ersten Fernsehsendungen beim Bayerischen Rundfunk. Also eigentlich fast nur gute Erinnerungen. Momentan gehen ja viele, gerade junge Magazine zugrunde, die Neon, die Intro. Ich als Jungjournalist kriege da richtig ein bisschen Angst, mich jetzt in dieses Feld reinzubewegen. Was würden Sie denn einem jungen Menschen raten, der sagt, ich möchte Journalist werden? Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was in 10 oder 15 oder 20 Jahren ist, aber ich kann Ihnen beschreiben, was ich jetzt beobachte. Und das ist so, dass zwar Jobs wegfallen, aber wir haben so gute junge Leute, Kolleginnen und Kollegen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich stelle auch fest, dass die Guten auch Angebote haben. Also, dass man sich geradezu nach ihnen reißt. Und ich glaube auch nicht, dass der Beruf des Journalisten jemals abgeschafft werden wird. Er wird sich weiter verändern. Aber Journalisten wird man immer brauchen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, es ist einer der schönsten Jobs, die es überhaupt gibt. Wie reagieren Sie denn da überhaupt, oder wie sagen Sie Ihrem Team, sollen Sie reagieren, wenn Sie mit Lügenpressevorwürfen in Anführungszeichen konfrontiert werden? Also ich glaube, es gibt Menschen, die das so pauschal und so bar jeder Kenntnis über unsere Arbeit verbreiten. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt überzeugen kann. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, auch unter unseren Lesern bei der Zeit, die zwar nicht Lügenpresse sagen, aber zum Beispiel so Fragen stellen wie: Kriegt ihr eigentlich Anweisungen vom Kanzleramt? Das ist natürlich absurd, die Vorstellung, aber und die Antwort fällt so leicht: Nein, niemals. Aber man muss sich schon der Frage stellen, wie kommt es zu diesem Eindruck? Und damit versuche ich mich zu beschäftigen und die Kolleginnen und Kollegen bei uns auch. Ja, vielen Dank von meiner Seite und Gerne. danke mich für Ihre Zeit. Vielen Dank Ihnen. Viel Erfolg. Danke. Tschüss.